Senora, ich brauche dringend Vergleichsmaterial. Was wollen Sie denn vergleichen? Es sieht aus, als sei der Schmetterling auf der Skizze ein Hinweis. Aber haben Sie einen Fotoapparat? Ja, ich werde einige Fotos für Sie schießen, wenn Sie wollen. Wir schießen Fotos, also wir brauchen hier so einen gelben Schmetterling. Gelbe Schmetterling. Aha, hier. Eins. Oh, fuck. Gerade. Zwei. Und jetzt brauchen wir was. Was weiß es? Was weiß es mit Schwarz? Weiß und Schwarz. Das sieht so aus wie der hier. Rot und Weiß. Hier. Und den da, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Ja. Da haben wir. Ah, fuck, da war gerade einer von denen. Naja, dann warten wir halt. Da ist der nächste. Und hier eins. Und hier. Ah, nein, verdammt, bin ich blöd. Kommt er jetzt endlich? Wir kriegen doch sowieso. Und jetzt noch der coole Falter hier. Da. Und, ja, komm. Komm. Das dauert ewig. Zack, haben wir es jetzt. So gut gemacht. Dann haben wir die Schmetterlinge auch gefunden. Dann gehen wir zurück zum Laden, weil wir brauchen ein Messer. Hier war ein Dieb. Wirklich Wunder, denn wurde denn etwas gestohlen? Lebensmittel, ich rufe so die Polizei an. Merkwürdig. Es tut mir leid. Gar nicht. Dass ich Ihnen jetzt nicht helfen kann. Ich muss im Moment leider anderes Wichtiges erledigen. Haben Sie das Messer für mich? Natürlich habe ich das Messer für dich. Ich gebe dir ein Messer. Nein, nein, ich steche dir. Natürlich. Hotel. So, jetzt haben wir ein Messer und jetzt sind wir hier wieder im Hotel. Professor Albinori, da bin ich mit dem Messer und Schmetterlingsbildern. Professor, hallo, hallo, wo sind Sie? Ich finde Sie nicht. Professor, ich habe Angst. Wo ist er bloß? So ein Mist, selbst wenn er mit deiner Notiz mir eine Notiz hinterlassen hätte, ich würde sie in diesem Chaos nicht finden, oder vielleicht doch. Also, Geldbörse, Geldbörse, Giraffe, ein Apfel. Schraubenschlüssel, eine Muschel, die haben wir letztes Mal schon gehabt. Würfel habe ich letztes Mal schon gesehen, den Kuchen haben wir hier. Eine Schachfigur, die Wurst, dann das Taschenmesser, das Puzzlestück, die Maske, die Schaufel, den Löffel. Katze war hier, Trompete hier und eine andere Muschel, weiß ich gerade nicht. Hier ein Föhn, der Ketchup und die Flasche und jetzt suchen wir nochmal die Muschel. Muschel. Ah, Muschel hier. So, gut gemacht. Polizeidienststelle. Capitano Polidori. Was hat das zu bedeuten? Professor Albinori hilft mir bei meinen Ermittlungen und Sie verhaften ihn? Gesetz ist Gesetz. Signor Batrice hat einen Ladendiebstahl gemeldet und im Hotelzimmer des Professors sind Essensreste gefunden worden. Das reicht in meiner Stadt für eine Festnahme.
Na, hören Sie mal. Selbst wenn es so wäre, dann zahlen wir eine kleine Strafe und der Professor kann mir wieder helfen, den Dieb zu finden. Nein, Ordnung muss sein. Bis seine Unschuld bewiesen ist, bleibt dieses Subjekt hinter Gittern. Professor, ich werde mich um Ihre Freilassung kümmern. Danke, mein Kind. Es ist nicht sehr komfortabel hier. Ich habe keinen Mundraub begangen. Glauben Sie mir. Natürlich, Professor. Also gut, dann wollen wir mal. Ich brauche alle Essensreste, die darauf hinweisen, was der Professor gegessen hat. Dann kann ich sie mir mit dem vergleichen, was gestohlen wurde. Okay, gehen wir zurück in den Laden. Beatrice. Oh, hallo. Ich habe es schon gehört. Der Ladendieb ist hinter Gittern. Das ging schnell. Ich glaube aber, es wurde der Falsche verhaftet. Was genau wurde denn gestohlen? Genau kann ich es erst sagen, wenn wir Inventur machen. Aber dafür habe ich keine Zeit. Dann mache ich Sie einverstanden. Na klar. Klar. Anstrengend. Ja. Apfel. Ein Kohl. Nee, doch nicht. Maus noch, eine Schleife und jetzt fehlen noch vier haben wir hier noch ein Sandwich, was heißt Sandwich, ein Brötchen einfach, das Brötchen, halt, die gibt's da, hier haben wir Hot Dogs, jetzt noch ein, okay, zwei aber. Hier haben wir eine Gabel, ey, das ist doch nicht zu fassen. Und egal jetzt, ach, das ist sehr leicht. Egal, ich wollte es noch schnell machen. Gut gemacht, weiter geht's. So, oh ne, nein, jetzt soll ich die gleichen Masken finden. Oh, das kann ich gar nicht haben. Das ist nicht so meins. Also finden wir die gleichen Masken. Da sind sie doch. Das war doch lächerlich. Das erste Ding war lächerlich. Zwei. Und das dritte Ding. Ah ja, hier haben wir es. Okay. Polizeidienststelle. Sehen Sie, Capitano Polidori, die Reste aus dem Hotelzimmer sind nicht die Waren, die gestohlen wurden. Na gut, aber wer hat denn dann den Laden ausgeraubt? Ich denke, der Villadi benötigt Proviant. Er hat etwas vor, vielleicht eine Expedition. In dem Boot vom Fischer hatte er schon eine geheimnisvolle Skizze deponiert. Jetzt müssen wir erstmal den Professor aus der Zelle befreien.
Ach ja, aber wo habe ich denn nur meinen Schlüsselbund? Ah, schon viel besser. Ich denke, der Dieb sieht in dem Bild eine Art Wegbeschreibung. Und wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, komme ich zu dem Schluss, dass sein Ziel nur über den Seeweg zu erreichen ist. Kommen Sie, Professor, im Hotel wartet eine Operation auf uns. Haben Sie jemanden angeschossen? Chirurgie ist leider nicht mein Spezialgebiet. Haha, ist der lustig. Die zusammengeklebten Blätter, sie erinnern sich? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh ja, natürlich. Ach ja, natürlich. Dafür brauche ich absolute Ruhe, aber haben Sie noch etwas anderes zu erledigen? Ja, natürlich. Ich höre mich in der Stadt um. Ja, also sollen wir zur Farm gehen. Signor Laska, ich habe Sie ja letztens gefragt, ob Sie einen Fremden gesehen haben. Ich verstehe nicht, warum Sie eine arme alte Frau um ihre Ruhe bringen wollen. Sie haben mich nicht angelogen, oder? Aber kann es sein, dass Sie Besuch von einem ganz und gar nicht Fremden bekommen haben? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Blöde Kuh! Signora, ich bin Polizeiinspektorin und suche nach einem Kunstdieb. Ich möchte Ihren Neffen befragen. Ich weiß, dass er hier ist. Er versteckt sich in meiner Wohnung im Zentrum, aber er ist ein guter Junge. Danke, Signora Valaska. Hinterhof. So. Buchstabe Nummer A. Aha. Trommel. Haken. Fledermaus. Klecks. Kleiderbügel. Regenschirm. Handtuch. Stern. Ein Stern, den ich gerade nicht finde. Pompel. Alte Bücher, ein Apfel, ein Funkgerät, letztes Mal habe ich es gefunden, ein Hufeisen, ein Kokosnuss soll das wohl sein, aber ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus, eine Sanduhr, Fliege, Engelsfigur, Eidechse, Stern weiß ich jetzt nicht, die Zeitung, das Schloss, Hut, Schriftrolle und der Stern. Ich finde den Stern nicht. Ja. Kein Wunder. Gut gemacht.